Hi, willkommen bei Andreas Autor. Wieder mal ein Video von mir. Hatte jetzt in der letzten Zeit nicht so viele Videos gemacht oder nur kurze gemacht. Jetzt heute gibt es wieder mal ein etwas, also längeres in Anführungszeichen, aber ich werde was Leckeres kochen und wirklich was ganz Leckeres. Ihr habt es im Titel schon gelesen, was es gibt. Es gibt Rösti mit Zurhabis und Speckwürfeli und dazu natürlich noch ein klassisches Spiegelei. Also das wird super. Da freue ich mich wirklich jetzt. Ich habe einen riesen Hunger mitgebracht und habe hier einen wunderschönen Platz. Apropos wunderschöner Platz. Ich bin sauer. Und zwar war ich hier an diesem Platz jetzt schon ein paar Mal. Und jetzt habe ich was angetroffen, was ich einfach sagen muss. Das ist wirklich pünktlich, pünktlich, pünktlich. Das macht man einfach nicht. Hier sinnlos ein Riesenfeuer machen. Ihr seht, wie groß das ist. Also solche Stücke wurden verbrannt. Ein Durchmesser, ich sage hier, das ist gut 1,50 Meter Durchmesser. Und der Klassiker, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, hier, da, da, hier. Ein Edding, ein Stift, gehört auch immer in den Wald am Boden. Klar, der wurde vergessen, aber ja. Also Leute, sowas gehört sich nicht. Ein Feuer machen im Wald, das kann man machen. Aber hier, es ist keine Feuerstelle. Es ist trocken in Anführungszeichen, aber das hier ist einfach Dummheit pur, ganz klar. Das ist ein Riesenfeuer, das braucht man nicht. Und wenn, macht man das an einer offiziellen Feuerstelle, wenn man ein größeres Feuer haben will. Aber hier und dann diese Dinge verbrennen, absolut sinnlos. Kann nur den Kopf schütteln. Gut, aber das soll mich jetzt nicht abhalten. Ich schaue, was ich da ein bisschen das wieder verdecken kann. Muss schauen, wie ich das noch machen werde, weil so werde ich das nicht zurücklassen. Das stört mich selber auch. Noch Socken im Wald gefunden. Fertig aufgeräumt jetzt. Ich sage mal, so können wir es sein lassen. So passt es, aber das musste ich jetzt machen, es störte mich jetzt wirklich. Und hier eine Tüte von Müll. Gut, ich gehe davon aus, die Socken, vielleicht, ich weiß es nicht, die lagen weiter drüben, aber spielt keine Rolle. Das ist jetzt ja, für mich so, passt es. Noch ein letztes Schlusswort und dann ist es wirklich fertig mit diesem Theater. Ich mache hier natürlich auch ein Feuer in der Buschbox. Und ja, man weiß nie, die Leute kommen, die sehen, aha, der macht da Feuer und so. Und dann heißt es auf einmal oder haben das Gefühl, aha, genau solche Sachen sind auch so von Leuten, wie ich bin. Und das will ich ganz klar hier dementieren. Solche Feuer mache ich nicht. So, aber jetzt wirklich fertig. Jetzt geht es weiter mit dem Video.
Wetter ist eigentlich schön. Kann sein, dass es vielleicht etwas zutut, also bewölkt wird. Regen sollte eigentlich nicht sein, weil ich bleibe nicht so lange. Aber ich mache da jetzt trotzdem gemütlich noch ein kleines Lager mit einem Tarp. Ich habe da einen schönen Baumstrumpf, wo ich mich raufsetzen kann. Und dann passt das vor dem Kochen, vorbereiten. Wie gesagt, zum Kochen muss ich nichts. Das ist alles schon im Prinzip vorgewärmt oder gekocht. Da geht das im Prinzip zack, zack und dann ist es fertig. Ich habe mir auf dieser Seite hier jetzt so ein Dreibein gebaut. Dort werde ich den Baum nehmen. Also wie man so ein Dreibein macht, glaube ich, das muss ich jetzt niemandem mehr zeigen. Das ist einfach dreimal so schöne Stöcke und dann Schnur einfach wieder drum binden, bis es einfach hält. Hält dann von alleine. Schnur spannen, Tarp drüber, praktisch. Hier, praktische ist am Dreibein, man ist relativ mobil, man kann das wirklich so verstellen, bis es eigentlich schön passt. Ich probiere da immer so neue Sachen aus. Jetzt habe ich hier so einen Gummizug genommen, hier um den Baum gewickelt, also der hat noch also ist nicht ganz fest, kann noch ein bisschen Elastik ist hier vorhanden und hier habe ich dann die Schnur angemacht, also Schnur einfach das Seil dann verbunden und dann ist das hier so elastisch, hat schön Zug und Spannung drauf. Klar, man könnte das irgendwie anders machen, auch hinten noch eins, aber ich wollte das jetzt so mal probieren, weil ich will da immer etwas Neues machen. Das Ganze steht eigentlich jetzt so, wirklich ganz gemütlich aufgebaut. Habe ich jetzt da vielleicht 20, 25 Minuten, aber wirklich gemütlich mit Holz holen. Jetzt geht es darum, das Ganze natürlich noch ein bisschen abzuspannen. Wäre jetzt zwar hier nicht groß nötig, weil, wie gesagt, es kommt kein Regen, aber rein optisch ein bisschen. Was es noch was hermacht, werde ich jetzt da den Heringen noch ein bisschen rumziehen, hinten vielleicht noch etwas machen. Und dann kann ich schon mit der Inneneinrichtung beginnen. Jetzt steht das Ganze, oder ist das Ganze eigentlich jetzt sehr, sehr schön aufgespannt. Eigentlich gut. Aber da kann man natürlich jetzt bis, ja, bis der Arzt kommt, kann man da jetzt Sachen machen. Ich habe hier noch einen Gummizug und da noch etwas gespannt oder hier noch, da kann man jetzt natürlich das perfekt abspannen. Aber so ist super, hält gut. Super ist einfach mit diesem Gummizug oder Elastikbänder, ist wenn der Wind kommt, das ist immer schön stabil. Klar, wenn man es perfekt straff abspannt an einer festen Leine, Paracord oder so, hält das auch tiptop, kein Problem. Aber ich habe sie, die passt mir jetzt einfach und ich benutze die. Ha 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 ha
Holz ist nun gemacht. Da Buschbox aufgestellt. Jetzt habe ich Durst. Jetzt natürlich, was habe ich alles dabei für die Rösti? Normalerweise habe ich ja immer so ein Pouch dabei, wo ich die Lebensmittel alle drin habe. Heute nicht, heute habe ich wirklich das Ganze einfach so einen Kühlschrank raus und direkt in den Rucksack, weil das ist praktisch verpackt und ja, das reicht mir jetzt so. Jetzt mache ich kurz eine Auslegeordnung, was alles reinkommt. Also das Verhältnis stimmt jetzt hier nicht gerade, aber das sind die Resten, die ich noch habe oder hatte. Das ist Rösti. Das ist fixfertige Rösti. Ich habe im letzten Video oder in einem vorherigen Video, weiß nicht, habe ich gezeigt, da die Rösti im Beutel schon fixfertig. Kann man gut nehmen, kein Problem. Einmal Sauerkraut, auch schon vorgekocht. Speck hatte ich jetzt noch im Kühlschrank. Das Datum war überfällig, ich muss die verbrauchen jetzt, sonst hätte ich vielleicht sogar nur vegetarisch gemacht. Und natürlich ein Ei am Schluss, kommt noch ein Ei auf die Rösti. Und das Ganze machen wir natürlich hier in der Jägerpfanne, Schwedenpfanne. Auch hier zünden wir jetzt wieder ganz unspektakulär an. So. Ja, der Aufmerksame hat das gesehen. Ich habe jetzt da bisschen das noch weggemacht. Sollte ich von Anfang an eigentlich, sollte man das tun, dass da nicht so ganz das dünne Trockene da hier rumliegt, weil es kann doch sein, dass ein oder andere fliegt dann aus der Buschbox raus. Klar, ich bin da, es ist jetzt wirklich nass, also es hat jetzt geregnet die ganze Zeit, von dem her wäre es dann nicht das Risiko nicht so hoch, habe Wasser da, im Prinzip wäre das kein Problem, aber trotzdem immer schauen, dass da nicht gerade das ganz dünne rund um die Buschbox ist. Das Coole an der Buschbox ist, auch wenn man nicht so wie ich jetzt das Holz schön vorbereitet, man kann wirklich einfach vom Wald nehmen, trockenes Holz und das dann in die Buschbox schieben. Das brennt prima fein, also das ist von dem her ist das eine coole Sache und kann ich natürlich empfehlen, diese Buschbox ist ja auch in meinen Top-Gegenständen, wie habe ich ja gemacht, habe ich die wirklich auch und die wird sehr wahrscheinlich auch das nächste Mal wird die wieder dabei sein, weil ich habe im Moment keine bessere Alternative als die Buschbox. Seht ihr das da, meine ich? Jetzt ist gerade wieder eines rausgefallen. Kann es geben. Gut, ich will gar nicht mehr zu lange warten. Ich beginne gleich mit dem Kochen. Das heißt, ich muss da noch ein Werkzeug nehmen. So ein Schabber wäre praktisch. Ich habe jetzt da nur so ein Titanlöffel, der günstigsten Variante, aber das passt auch. Und ihr hört, das geht schon los hier. So, wenn die mal etwas angebraten sind, gebe ich da die Rösti dazu. Noch Sauerkraut. Kommt wirklich gut an mit meiner Rösti. Ein bisschen Rauch, wie ich gesagt habe, Rauch sieht es zu mir. Jetzt ist es so, bei der Rösti, jetzt ist hier noch Sauerkraut dabei, da geht es nicht so gut. Aber wenn ihr Rösti macht, müsst ihr das schön langsam mit der Hitze, dann gibt es unten, man sieht, dass man rührt die ein paar Mal, bis sie so goldbraun ist. Und dann lässt man sie eigentlich schön sein. Dann kann man mit so einem Schaber runter. Und dann sieht man, wie es unten so langsam dunkel wird. Und am besten nehmt ihr nachher einen Teller drauf. Und dann stürzt ihr die ganze Pfanne auf den Teller und lässt die Rösti wieder schön hineingleiten. Sieht dann
perfekt alles oben auf der Fläche, so schön wie eine Rösti aussehen muss. Das ist so ein Tipp. Kann ich hier jetzt nicht machen, weil mit dem Sauerkraut, das ist jetzt zu flüssig, das wird nichts. Da hier. Ja, gut. Jetzt kommt natürlich die große Frage, das Ei. Wie mache ich jetzt hier das Ei noch? Damit es, ja, ich habe nur die Pfanne und da zeige ich euch einen kleinen Indianertrick. Und zwar ist der im Prinzip ganz einfach. Wie gesagt, das haben schon die alten Indianer, haben diesen Trick angewendet. Wenn sie jetzt eine Pfanne hatte und dann mussten sie etwas Zweites zubereiten, dann nahmen sie einfach eine zweite Pfanne. Ja, ist logisch. Man nimmt eine zweite Pfanne mit, eine kleine. Ideal, die ist jetzt noch so beschichtet hier. Ja, von einem anderen Kochset kann ich dann das Spiegelei machen und dann kann ich es schön oben auf die Rösti geben. Sieht einfach ein bisschen schöner aus. Die Alternative wäre einfach, die Rösti dann in einen Teller stürzen und dann das Spiegelei in derselben Pfanne machen und dann das Ei noch rüber. Aber ob ich jetzt einen Teller mitnehme oder eine zweite Pfanne, das spielt keine Rolle. Gut, dann machen wir das. Und zudem habe ich natürlich hier, weil das warm wird, ein so Aluzange oder Pfannenzange, kann man da ideal das Ganze so wegnehmen. So, das Ganze jetzt mal wegnehmen und jetzt wirklich behutsam kann man da jetzt wirklich mit einem Metall, sollte nie, man sollte immer mit Holz oder Plastik sollte man da arbeiten, aber ich habe keines dabei. Jetzt hier behutsam kann man da das lösen und schauen. Ja, es ist langsam sicher. Muss ich das wohl so nehmen? So, das Ganze ist nun fertig. Das Ei ist mir ein wenig ausgelaufen, aber sieht das lecker aus oder sieht das lecker aus? Nun, genug der Fotografie oder Videografie vom Essen. Jetzt wollen wir natürlich auch probieren, wie es schmeckt. Perfekt. Das ist der Hammer, wirklich. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Wer das Sauerkraut mag, mit Rösti, Speck, Spiegelei, was willst du mehr? So muss eine Pfanne nach einem leckeren Essen aussehen. Leer. Das war jetzt wieder mal Waldsterne Küche vom Feinsten. Das hat jetzt wieder richtig mal so geschmeckt und vor allem gefüllt hat es. In Anbetracht, ja, es geht von der Zeit her, das ist schon bald zu Hause. Auch heute mache ich was Leckeres zu essen zu Hause auch. Ah, ich freue mich schon. Aber das mache ich dann auch mal in einem Video. Muss jetzt zuerst probieren, wie es kommt. Gut, wenn jetzt sagt, es fehlt etwas, stimmt, es fehlt wirklich was. Und zwar nicht zu trinken, aber hat auch mit Wasser zu tun. Ein Kaffee, genau. Und das werde ich mir selbstverständlich machen. Leider. Einfach nur den Brösmeli-Kaffee, so Schnellkaffee habe ich dabei, weil der Rucksack war relativ voll. Ich habe noch andere Sachen mitgenommen, ich drehe da noch zusätzlich Videos. Und dann hatte ich fast keinen Platz mehr noch für die Maschine mitzunehmen, aber es sei mir verzeiht, dass ich jetzt hier halt nur Kaffee mache, Schnellkaffee. Leute, in diesem Sinne, genießt eure Zeit. Ist auch gut, so ein Kaffee.
gefällt mir wirklich das Lager. Habe ein bisschen da noch jetzt drumherum noch ein bisschen geschaut. Ja, sag es gemütlich. Gemütlich eingerichtet da. Passt. Schöne Umgebung. Hab mich da wieder ein wenig da unter das Dach zurückgezogen und passend kommt auch ein kleiner leichter Regen, wie ich mir schon gedacht habe. Es tröpfelt ein wenig, klar, kaum der Rede wert, wäre total nicht schlimm, aber ja, passt jetzt hier drunter. Ich werde wohl jetzt auch nicht mehr hier allzu lange bleiben, packe jetzt dann langsam zusammen. Kurzes Resümee, Essen, absoluter Hammer, also es war jetzt wirklich bombastisch, hat geschmeckt. Einfach Sauerkraut, aufgepasst, wer ihn nicht kennt, der kann wirklich schon, ja, ich sage mal, die Verdauung anregen und wenn er noch gewärmt ist, ja, dann bei diversen Leuten, da treibt das schon, he? Das nur so noch als Randbemerkung. Ja, eben, Pushbox ist runtergebrannt, alles kalt. Ich werde da jetzt noch ein bisschen geschützt vom Regen zusammenpacken und dann werde ich mich nochmal melden. Hier war mein Grillplatz und genau so hinterlässt man einen Platz, wo man war. So, ich muss mich nun beeilen. Wie erwähnt, hier Platz so aufgeräumt und nicht so, was ich dort gefunden habe. Regen kommt jetzt, Kamera ist leider nicht wasserdicht. Ich muss sie jetzt einpacken, schützen. Das passt schon noch ganz in den Sack und dann bin ich auch schon wieder weg. Gut, in diesem Sinne hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier und hier weitere Video. Da oben Abo dalassen. Freue mich über jeden neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.